Schießgilde 3/4 hat uns gezeigt, Golf kann ganz schön gefährlich sein. Jetzt freue ich mich auf einen Mann, der auch manchmal ganz gefährlich sein kann. Auf der Bühne, er ist Kabarettist. Er ist Theaterdirektor. Viele kennen ihn auch als Fünfer in seiner Paraderolle im Kaisermühlen Blues. Und jetzt, tadam, wird er auch Dancing Star. Hier ist Gerald Bichowetz. Hallo, bitteschön. Danke, nach dir. Ja. Naja, ein bisschen Höflichkeit muss sein. Muss sein, ja. Und jetzt, wo du dann bald Dancing Star bist, oh dann, Gott. Dann muss man ja überhaupt die Etikette wahren. Nicht? Also ich weiß nicht, ob das so viel mit Etikett zu tun hat. Ja. Also wegen der Figur hat mich ja keiner engagiert. Wegen Tom. Wegen einem Fun-Faktor, okay. Würde ich sagen. Du, Gerald, du bist, wir reden gleich über Dancing Star. Ja. Theaterdirektor, du hast ein Theater, das den wunderbaren Namen Gloria Theater trägt. Fällt mir besonders gut. Ja. Und du bist im Moment in welcher Rolle zu sehen? Zurzeit in Alles auf Krankenschein, als Arzt, als Neurologe. Okay, prophylaktisch für Dancing Stars, ja, weil da wird doch einiges wehtun. Ja, ich habe die E-Card schon immer parat. Gut. Nein, ich habe sie einfach. Ich sage ganz einfach, wenn ich nicht mehr kann, lege ich mich hin und kann nicht mehr. Okay, aber du wirst sehen, du wirst erst erahnen, welche Muskel der Körper überhaupt noch hat. Von denen hast du gar keine Ahnung. Nein, du wirst lachen, ich werde überhaupt erahnen, dass ich einen Körper habe. Aber ich habe gehört oder gelesen, dass du dich schon vorbereitest. Nicht nur mental, sondern auch, körperlich. Physisch. Ja, genau. Ja, also seit einigen Monaten habe ich jemanden, der mich durch ein Fitnesscenter schleift. Wobei dazu macht keinen Spaß, genau. Na, der Witz ist ja, dass mir jeder gesagt hat, der so annähernd sportliche Figur hat, du wirst sehen, das wird zur Sucht. Ich warte heute noch drauf. Das stimmt. Also Theaterregisseur, Schauspieler, Kabarettist, jetzt Dancing Star und du bist ein Pointenschleuderer. Also du kannst dich hinstellen und du hast uns gesagt, erst wenn ich die Hand hebe, ist Ende Gelände. Ja, so auf die Art. So auf die Art, ja. Man kann diese Dinge nicht, ich habe mir gedacht, ich bringe was mit, was nicht alltäglich ist, nämlich Dinge aus dem Theaterleben. Ja. Wir möchten dich sehen auf der Bühne. Oh. Ich bitte darum. Ja, und du läufst auch nicht weg, zum Schluss gibt's Krapfen. Also, ja, das passt. Für Dancing Stars, der Dancing-Krapfen. Ja, genau, danke schön. Am Theater mit dem fängt man ja nicht an. Also die meisten von Ihnen kennen mich wahrscheinlich als Straßenbahngarnitur, die durch Österreichs Fernsehen gelaufen ist. Und wie es dann nur mehr dabei war, habe ich damit aufgehört und bin dann zum Theater gegangen. Also das bin ich eigentlich schon, bevor ich den Fünfer gespielt habe. Und das ist so, dass man sagt, was erwartet einem da? Da prickelt's immer wieder. Und dann nennt man die Anfänge ja Eleven. Also als Eleve kommt man wohin. Bei mir war es das Stadttheater Baden, in dem ich die große Ehre hatte, auftreten zu dürfen mit vielen Jungen in einem sehr dramatischen Stück, was Ernstes, eher Tragisches. Und da gab es einen jungen Kollegen, der musste mit einer Rose über die Bühne gehen und an der Rose riechen und den bedeutungsschwangeren Satz von sich geben. Dies ist der Duft meiner Geliebten. Und wieder abgehen. Es war die Premiere, man probt ja für sowas 4 bis 6 Wochen, man ist nervös. Nicht? Endlich hebt sich der Vorhang, die älteren Kollegen spülen brav ihre großen Rollen herunter und als Junger geht man hinten auf und oh und denkt sich, man kommt irgendwann dran und dran und dann ist es soweit. Der stürzt hinaus, macht, das ist der Duft meiner Geliebten und geht auch. Anstatt dass das ernst war, war das ein Riesenlacher. Das Publikum hat sich auf die Schenkel geklopft, hat gewirrt und geschrien. Der hat sich gedacht, bumm, bin ich gut. Ist hinten angegangen, da ist der Direktor gestanden mit so einem roten Kopf. Etwas leicht nervös, hat schon so getippt. Ne? Und der hat gesagt, na, Herr Direktor, war ich gut? Und der sagt, Sie Trottel, Sie haben die Rosen vergessen. Also, so beginnt das Ganze einmal, dann tritt man in diesen Beruf hinein und dann kommt man zum ersten Mal an ein großes Theater und lernt dann die großen Kollegen selbst kennen. Dann kommt man an ein Haus wie das Volkstheater, kann mich noch gut erinnern, ein Stück, das kennen Sie alle mit dem berühmten Satz, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Hab damals gespielt mit Götz Kaufmann, den Sie auch alle kennen, der hat den, unter anderem dem Kneißer gespielt, dem Kaisermann Plus. Und das war eine sehr moderne Inszenierung. Also
Ich möchte jetzt sagen, es hat den Leuten nicht so wirklich gefallen, aber was sind sie, machen sie, sind engagiert, sie verdienen ihr Brot damit, also arbeiten sie dort jeden Tag und spielen jeden Tag mit Freude fürs Publikum. Und an einem Abend kam auch wieder ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Und dann hat von einer Loge einer Ober geschrien, genügt Ihnen ein Esel auch? Aber der Götz war sehr geistesgegenwärtig, der hat sich nämlich umgedreht und gesagt, freilich, kommen Sie rüber. Und dann wechseln sie irgendwann einmal das Theater, weil sie dort vielleicht nicht mehr so gern gesehen sind und kommen an ein anderes Haus und lernen einen anderen Kapazunder kennen. Unter anderem auch noch den Fritz Mulia. Und mit Mulia hat mich vieles verbunden, weil wir haben eine Zusammenkunft gehabt am Anfang, die sehr lustig war. Er hat immer so die Art gehabt, jeden ein bisschen zu testen, so die Menschen auf den Zahn zu fühlen. Lassen Sie was gefallen, lassen sich nichts gefallen. Und allein unsere Geschichte, wie wir per Du geworden sind, ist schon sehenswert. Denn wir haben da ein Stück gespielt, das war Nestroy, die schlimmen Buben in der Schule. Und das war ein Stück, wo hat mitgespielt der Helmut Lohner, der Fritz Mulia, die Elfriede Ott, der Kurt Sobotka, der Ossi Kollmann. Also da könnte ich noch weiter aufzählen. Und ich hatte sehr viel Ehrfurcht natürlich, weil die Herrschaften doch schon lange Karrieren vor sich und hinter sich gehabt haben. Und ich bin da als junger Tutor mit damals 32 Jahren dazugekommen. Und Mulia war da an dem Tag etwas grantig und ist irgendwann bei der DNA gekommen und hat mir auch gesagt, und das Gesicht von dem Fünfer, das kann ich auch nicht mehr sehen. Und ich habe gesagt, Herr Professor, in mein Gesicht fiel nur Ihre Regie. Dann hat er sich umgedreht und gesagt, ich bin der Fritz. Und dann verbund uns eine lange Freundschaft und bin sehr dankbar, hat bei mir am Haus auch im Gloria Theater inszeniert, unter anderem den Poker und einige Nestre. Und dann habe ich auch also das Vergnügen gehabt, natürlich ihn zu sehen. Und das war auch im Burgtheater, wo er noch gespielt hat, so in einem Raimund. Und der ist aufgetreten und man hat so gemerkt, wie man ihn kannte, aha, jetzt, da hängt er, er hat den Text nicht kennen. Und dann hat man sich, weil die Bühne ist ja groß am Burgtheater, dann hat er sich gespült bis hin zur Souffleurkasten, das ist die leichte Erhebung, die aus dem Bühnenboden herausragt, und da sitzt meist einer oder eine drinnen. Dann hat er runtergeschaut, und der hat ihm auch gelacht. Wieder runtergeschaut. Und in seinen Hosensack gefahren, hat dann 20er raus und hat genommen und hat gesagt, schaut sich, du hast dann 20er, mach kein Geheimnis aus dem Scheißtrick. In diesem Stück hat er auch seine Pelerine an und das war an einem Abend, da ist ihm das Ähnliche passiert, dann im zweiten Akt, da ist er auf die Bühne gestürzt, hat die Pelerine über den Souffleurkasten geschmissen und hat gesagt, Jesus, Herr Kammerschauspieler, ist Ihnen schlecht? Sagt er, nein, ich hab keinen Text. Interessant wird das ganze Berufsbild ab diesem Zeitpunkt, wo Sie selbst ein Theater führen und die Verantwortung haben für alles. Da sitzt es dann auf der Bühne, wir haben ein Stück gespielt, das hieß, wenn der Vater mit dem Sohn und dem Opa, Götz Kaufmann war der Vater, der Opa war Peter Lodinski und ich habe den Sohn gemimt. Und das begann vor geschlossenem Vorhang mit drei Stühlen auf der Bühne, auf der wir gesessen sind, einer Theatervorstellung imaginär beigewohnt haben und jeder hat einen Spot immer bekommen, wenn er was zu sagen hatte. Jetzt haben fast alle den Text kennen, nur der Bichowitz hat ihn nicht kennen, weil er Arbeit war und hatte die glorreiche Idee, hinter den geschlossenen Vorhang den Inspizienten sich hinzusetzen mit einem Textbüchel und einer Taschenlampe, weil so finster ist, der sieht ja nichts. Ne? Also wir spielen das so 20, 30 Mal schon und irgendwann einmal habe ich immer gesagt, pass auf, als Tipp, wenn ich auf der Bühne sitze und bekomme den Scheinwerfer vorne und weiß den Text nicht, sage ich, jo. Gut, das war das ausgemachte Zeichen. Also irgendwann sitze ich auf der Bühne, ich kriege den Scheinwerfer, weiß nicht, um was geht, ich habe nicht einmal gewusst, wie er heißt. In dem Moment verlieren sie auch sämtliche Gedanken und mache, jo. 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 Nichts. Ich habe dann unzusammenhängende Worte gestammelt. Der Scheinwerfer ging weg, ich habe es so gemacht. Also irgendwie habe ich die Nummer zu Ende gebracht. In der Pause kam der Inspizient und hat gesagt, entschuldige bitte, aber weißt, mir ist die Taschenlampen ausgefallen, die Batterie ist leer und ich habe in der Finstern nichts lesen können. Und ich habe darauf gesagt, pass auf, das machen wir so schon über 30 Mal, das müsstest du schon auswendig gehen.
Danke. Danke. Und nett sind auch immer die Geschichten, die man untereinander so von den Kollegen erfährt, was sich so abspielt und so weiter. Josef Stadt-Was, also die Direktoren, Otto Schenk und Helmut Lohner, fahren nach einer Dernière, letzte Vorstellung vom Zürcher Schauspielhaus, und das ist eigentlich meine Lieblingsanekdote, nach Hause über die Schweizer Autobahn. Man ist noch zusammengesessen, wir haben noch ein bisschen was getrunken und gegessen und so, und die zwei wollten gleich nach Wien fahren und sind halt in der Nacht, weil da geht's ja schneller, gefahren. Und der Otto hat getankt in der Schweiz noch und passt beim Ausfahren von der Autobahnraststation nicht auf und schneidet einen Schweizer, der war ihm fast reingefahren. Und der Schweizer ist dann dem Schenk nachgebrettert mit seinem Auto, hat den Schenk an den Pannenstreifen geschnitten, ist ausgestiegen, hintere gerannt, hat den Schenk an Vortrag gehalten, übers Auto fahren, so 2-3 Minuten. Der hat jetzt das Fenster runtergelassen, hat den Schweizer angeschaut, hat immer den Lohner angeschaut, hat wieder den Schweizer angeschaut und ließ das über sich ergehen, diese Suada. Na, als sich der Schweizer beruhigt hat und wieder zurückgegangen ist zu seinem Auto, nicht wahr, hat sich der Otto beim Fenster ausgekennt und gesagt: Entschuldigen, Herr, wenn Sie den Wilhelm Tell treffen sollten, sagen Sie ihm, er soll uns in den Arsch lecken, Herr Wetter. Bravo, danke. Dankeschön. Bald können Sie noch viel, 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 viel mehr im Fernsehen, zumindest von Gerald Pichowitz, sehen bei Dancing Stars. Er wird einer, möglicherweise. Ein anderer, der es bis ins Finale geschafft hat, ist gleich bei uns. Schlagerstar Udo Wenders, der seit 20 Jahren aktives Mitglied des Faschingstreibens ist. Bis gleich. Lights on. Im Ballroom. Alles rotiert. Alles vibriert. Alles fiebert. Ganz Österreich wartet auf Dancing Stars, die neue Staffel. Tanz mit uns. Ab 1. März in ORF 1.